Servus Leute, was geht? Ich bin Sascha und willkommen zum nächsten Teil von meinem 530 XC Umbau. Heute ist wieder ein Video, auf das ich mich schon lange freue. Und zwar verbauen wir heute eine Akrapovic-Anlage. Und zwar nicht nur den Endschalldämpfer, den ihr jetzt hier seht, sondern ich habe eine Komplettanlage gekauft. Die verbauen wir heute. Viel Spaß mit dem Video. Was haben wir jetzt hier für eine Auspuffanlage? Also, die Auspuffanlage ist von Akrapovic. Wir fangen mal mit dem Endschalldämpfer an. Das ist ein komplett Titan-Endschalldämpfer mit einer Carbon-Endkappe. Der ist zugelassen für die EXC-Modelle von 2012 bis, ich glaube, 2015, aber nagelt mich da jetzt nicht fest. Hat also eine E-Nummer und ist für diese Modellreihe oder für diese Modelljahre zugelassen. Allerdings nur in Verbindung mit der krasseren Ausführung vom DB-Killer. Dabei sind dann auch noch die passenden Carbon-Schellen, einfach zur Montage und natürlich alle Kleinteile wie Schrauben oder Federn sind auch dabei. Dann zu dem Endschalldämpfer habe ich mir noch den passenden Akrapovic Titankrümmel geholt. Der ist nicht straßenzugelassen, ist aber im Endeffekt baugleich wie der originale. Das heißt, theoretisch müsste der auf der Karte reinpassen und man könnte es wahrscheinlich auch eintragen. Das habe ich auch vor, dass ich den eingetragen bekomme und das ist so mein Ziel erstmal. Bevor wir mit der Montage beginnen, zeige ich euch noch kurz mal einen Soundcheck von hier aus der Garage mit dem Originalen und dann zeige ich euch noch ein paar Aufnahmen im Freien, damit ihr auch nachher einen guten Unterschied habt oder einen guten Vergleich habt, wie es sich dann anhört. So hört er sich auf jeden Fall mal hier unter niedrigen Drehzahlen in der Garage an. Ich finde, ganz ehrlich, der Originale hört sich gar nicht so schlecht an. Ich habe den auch aus vielen Gründen einfach aus dem Optischen geholt und weil es Titan ist. Weil Titan läuft ja bekanntlicherweise nachher blau an, blau-lila. Mal sehen, wie das aussehen wird, wenn wir da ein paar Kilometer gefahren sind. Eine wichtige Sache noch, wenn man so eine Akrapovic-Komplettanlage verbaut, ihr müsst die Hauptdüse in eurem Vergaser ein bisschen anpassen. In der Kombination, wie ich das jetzt fahre, praktisch Endschalldämpfer mit Titankrümmer, Akrapovic Titankrümmer, habe ich von einem KTM-Händler die Info bekommen, dass ich meine Hauptdüse von einer Standard 180er auf eine 185er vergrößern muss. Das zeigt euch nachher, habe ich auch alles da, die Teile oder das Teil, die Hauptdüse, habe ich auch da, zeige ich euch auch und dann steht euch eigentlich nichts mehr im Wege, so eine Akrapovic-Anlage zu fahren. Also fangen wir mal an mit dem Einbau. Also der ist echt relativ schwer. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Der Krümmer wäre jetzt schon mal lose, allerdings kriegt man den so nicht raus, da der einteilig ist. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal hinten den Stoßdämpfer noch lose machen und dann versuchen wir, ob wir ihn dann noch mal rauskriegen. Vielleicht klappt es dann so. Da ist das Scheißteil. Jetzt fangen wir mal an mit dem neuen Krümmer, mit der Montage. Ihr habt hier diesen Anflanschpunkt. Hier ist noch eine Dichtung zwischen. Die müsst ihr vom Originalen verwenden. Also bei dem Krümmer ist noch dieses Mittel dabei. Und das tragen wir jetzt auch noch auf. Und zwar immer an die Verbindungsstellen.
So, dann kommen wir direkt zum nächsten Teil. Also hier ist der originale Katalysator, damit ihr das mal gesehen habt, der würde hier Plug and Play reinpassen, somit wäre das mit, somit ist das mit Cut Faber, was ich natürlich auch so machen werde. Bevor wir die Auspuffanlage oder den Krümmer schon mal festziehen, tun wir erstmal den Endschalldämpfer noch montieren, damit es alles auch richtig ausgerichtet ist und wir dann alles festziehen können. Da jetzt alles passt, fangen wir erstmal an, die Schrauben festzuziehen und dann tun wir am Schluss noch die Federn einspannen. So, jetzt ist die Auspuffanlage im Endeffekt dran. Passt soweit alles. Jetzt ziehen wir noch die fehlenden oder die Schrauben an, die wir abgemacht haben. Und zwar haben wir ja das Federbein gelöst. Das Federbein kriegt an der unteren Seite 80 Newtonmeter und wird mit Schraubensicherung gesichert. Das machen wir und dann sind wir mit der Auspuffanlage an sich eigentlich schon mal fertig. Wichtig bei Titan-Auspuffanlagen ist, dass ihr die, bevor ihr die das erste Mal erhitzt, auf jeden Fall ordentlich reinigt, dass ihr keine Fingerabdrücke und sonstiges Zeug mehr auf der Auspuffanlage drauf habt, da die sich sonst unterschiedlich verfärbt. Das heißt, bevor ihr die startet das erste Mal, alles nochmal schön sauber machen und dann könnt ihr sie starten. Jetzt machen wir noch schnell die Vergaserhauptdüse, das zeige ich euch kurz und dann wären wir auch schon soweit, um die Maschine mal kurz zu starten. Also Leute, ich habe jetzt schon mal den Tank abgenommen und die Sitzbank abgenommen. Jetzt haben wir hier den Vergaser, ja. Die Hauptdüse sitzt unten in der Schwimmerkammer. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen den Vergaser lose schrauben, dass wir ihn ein bisschen nach vorne drehen können, dass wir an die Unterseite herankommen. Die Schellen müsst ihr gar nicht komplett lösen, sondern einfach nur locker machen. Und dann haben wir hier die Schwimmerkammer. Da müssen wir heute hin. Dazu müsst ihr jeweils 4 Schrauben öffnen, und zwar an jeder Ecke eine. Es kann jetzt sein, dass da ein bisschen Sprit rausläuft. So, jetzt haben wir die Schwimmerkammer weg. Die versuchen wir jetzt mal hier so hinzulegen, dass da nicht der letzte Sprit auch noch ausläuft. Und das hier ist jetzt unsere Hauptdüse. Das ist bei der 530 EXC eine 180er Hauptdüse. Und wir gehen jetzt auf eine 185er Hauptdüse. Sieht so aus. So sieht es dann aus. Jetzt müsst ihr das obere Teil von der Hauptdüse noch lösen. Dann könnt ihr hier die Hauptdüse entnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber da steht 185 drauf. Die setzen wir jetzt hier ein. Ziehen die dann noch kurz etwas fest. Und dann platzieren wir die vorsichtig wieder im Vergaser. So, jetzt alles wieder so zusammenschrauben, wie wir es gerade zerlegt haben. So, Vergaser sitzt und somit ist der Umbau mit der Auspuffanlage fertig. So Leute, die Abgasanlage ist drunter.
Hauptdüse ist gewechselt, Krümmer und Enscherdämpfer sind dran. Ich habe die Maschine noch nicht gestartet. Das ist das erste Mal, wenn wir sie jetzt starten werden. Es ist zwar 12 Uhr nachts, aber ich starte die heute noch. Ich muss das hören. Aber den genauen Soundcheck, den drehe ich dann mal anders. Dann gibt's richtig was auf die Ohren. Der kommt im Anschluss des Videos trotzdem. Ich habe da dann einen Vorher-Nachher-Vergleich. Standardabgasanlage und dann Agrapovic-Komplettanlage. Dass ihr das mal hört. Aber jetzt schon mal hier ein kleines Sound-Preview aus der Garage, wie es sich anhört. Also, das war der erste Soundcheck. Hört sich auf jeden Fall schon mal anders an. Man merkt es auf jeden Fall im Leerlauf, finde ich jetzt nicht so krass. Aber gerade wenn man das Gas ein bisschen aufdreht, hört man schon einen krassen Unterschied. Ich bin gespannt, wie die sich anhört, wenn man da mal ein paar Kilometer mit gefahren ist und die mal richtig heiß geworden ist, die Anlage. Aber das seht ihr ja jetzt gleich schon im Anschluss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch viel Spaß mit den restlichen Soundcheck-Aufnahmen. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Jetzt hört ihr erstmal die originale Abgasanlage einmal im Stand und dann noch ein paar Fahraufnahmen. Jetzt kommt die Agrapovic-Komplettanlage. Viel Spaß! Reserve.